Herzlich willkommen zu dem Video. Es ist einmal kein Abacus-Video, wenn ihr sonst immer seht bei mir. Es hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, da ich die Maschine gekauft habe. Die von Jura, Giga 10. Im ersten Teil des Videos zeige ich euch mal geschwind, wie es App funktioniert. Und im zweiten Teil dann kurz noch etwas über die Maschine. Sicher ist es nicht ganz eine günstige Maschine. Aber man gönnt sich ja sonst nicht, wenn man immer im Homeoffice arbeitet. Wenn man reingeht in die App, seht ihr da die Startposition, wo man eigentlich seine eigenen Kaffee kann gerade auf den Bildschirm tun. Das heisst, man kann draufbleiben und dann einfach löschen. Man kann ein neues Produkt hinzutun, man kann das vergrössern. Halt so das, was man gerade will. Dann wählt man seinen Kaffee aus, tut da noch gewisse Einstellungen machen. Man sieht, es hat zwei Behälter. Das heisst, standardmäßig wird eigentlich der rechte genommen. Das war mein Fehler am Anfang. Ich habe in der rechten habe ich koffeinfreie drin und im linken habe ich dann den normalen drin. Mittlerweile habe ich es umgewechselt. Das auf dem rechten schon mal das richtige Kaffee ist und auf dem linken der andere. Also das heisst, man kann wirklich jetzt da umschrauben, wie man will. Die einen werden vielleicht zwei verschiedene Kaffeesorten haben, die sich ein bisschen mischen wollen. Man kann auch mit Temperatur, kommt halt je nachdem, welchen Kaffee das wir da jetzt angewählt haben. Du kannst es da natürlich noch auf die Apple Watch platzieren. Und da kannst du den Text ändern. Willst du da irgendetwas schreiben? Machen wir da Test, speichern und dann tun wir die platzieren. Und dann hätten wir da auf dem Bildschirm. Und sagen jawohl. Das heisst, wenn ich es aufmache, kann ich gerade anfangen zu drucken. Ja, ich weiss, viel hat mich schon darauf angesprochen. Das muss man darunter tun, ist ja klar. Auch wenn man auf dem Bürotisch ist, das braucht es. Entweder hat man eine liebe Frau, die macht das, oder man steht selber auf. Was auch gut ist im Homeoffice, weil wir zu wenig Bewegung haben. Also das heisst, du kannst da deinen eigenen Bildschirm machen. Da sind noch die anderen, ich habe halt schon ein bisschen rumgespielt da. Und kannst auch, wenn du da machst, beim Bestellen, zwei Tassen zum Beispiel, oder Cold Brew, die die kann. Habe ich im Fall ehrlich gesagt noch nicht einmal ausprobiert. Ist aber eigentlich ziemlich eine Neuheit oder als einzige Maschine kann die das. Also die ganze kalt, also nicht mit heißem Wasser, sondern mit kalt. Ist ja so ein Trend. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber das heisst, ich kann beim Bestellen, wenn ich jetzt drauf drücke, müssen wir zwei Tassen darunter tun. Ihr seht auch, das Bild verändert. Natürlich kann man das Gleiche auf der Maschine machen. Das zeige ich dann nachher. Ich zeige euch dann eher ein bisschen, was noch speziell ist. Dann, was auch lustig ist, Bestellungen. Das heisst, wenn ihr jetzt Gäste habt, hätte ich dort zumal so Weihnachten die Maschine schon gehabt, dann wäre es ein bisschen lustiger gewesen, wenn ich Bestellungen aufnehmen konnte. Das heisst, man kann drauf gehen, man fragt jeden am Tisch, was willst du? Da geht er auch wieder auf deine Konfigurationen her. Da kannst du sagen, okay, ich will einen Latte Macchiato, den Behälter natürlich und so weiter. Du kannst einstellen, da die Menge, die Stärke, wie stark das ein Match, wie viel Menge und. Ich mache jetzt abbrechen, sonst kann ich wieder alles wieder umprogrammieren. Aber nachher machen wir noch schön speichern. Sind wir da wieder so ähnlich wie ich hatte. Speichern. Und jetzt seht ihr da und dann könntest du den nächsten rein, der andere will einen Cappuccino, speichern. Und nachher könntest du wirklich sagen, da auf den Button Play, wenn man jetzt mit der Maus schön drauf geht, auf den Play-Button und Tasse darunter natürlich zu. Und dann kommt der Countdown und dann läuft es raus. Das ist so wie auf dem anderen Video, das ich auch schon gemacht habe. Mache ich den Link, wenn ich es nicht vergesse, aufs Video zum anderen. Und das ist eigentlich cool. Wenn die Maschine natürlich nicht
Passwort geschützt hast, dann können auch die Gäste selber bestellen. Ich habe es jetzt hier nicht geschützt. Das Ganze ist natürlich auch die ganze Pflege, kannst du anprüfen, die Einstellungen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, das Milchsystem sollte reinigen. Dann man kann auf den Shop gehen, man kann die ganzen Einstellungen anschauen vom Gerät, wie man es eingestellt hat. Jetzt geht er natürlich ganz schön holen. Kannst auch hier kontrollieren. Leider kannst du es hier nicht umstellen. Wieso auch immer, habe ich mich auch schon gefragt. Du kannst es zwar verstellen, aber du kannst es nicht speichern. Also da ist es noch ein bisschen vergessen gegangen beim Programmieren. Die Informationen, leider ist auch da, hat man es nicht ganz geschafft auf die neueste Maschine, weil wenn man dann weitergeht, doch da kommt sie jetzt. Heute Morgen habe ich irgendetwas umgedrückt, wo keine Anleitung kam oder irgendwo ein Video, was noch nicht ganz aktualisiert haben. Ich hoffe, dass die App wird wieder mal aktualisiert. Lustig war noch, kaum habe ich die Maschine gekauft, ist schon das Update gekommen. Also das heisst, die Maschine hat schon eine neue Software geupdatet. Von dem her gesehen, ist man sich ja das gewöhnt, als Abaco-Supporter zuerst mal irgendwie ein Update machen. Also von dem her gesehen, ich persönlich nehme jetzt meistens immer das Nattel, um den Kaffee rauszulassen. Weil ich es eh immer irgendwie in der Hand habe und gleichzeitig am Telefonieren bin. Meine Frau tut es eigentlich immer am Automat machen, traditionell. Aber auf das komme ich dann im zweiten Teil, respektive jetzt zeige ich dann den zweiten Teil. Das war eine kleine Einführung zum App, die eigentlich wirklich noch cool ist und es funktioniert. Natürlich funktioniert die App nur dann, wenn die Maschine auch angestellt ist. Also das heisst, am Anfang, wenn sie noch spülen, musst du halt noch kurz ein bisschen warten. Aber von dem her gesehen eine gute Sache. Ich hoffe, das wird dann mal noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber die Funktion funktioniert einwandfrei. Und das war es vom ersten Teil vom App. Merci vielmals. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Also so sieht die Maschine aus. Scheinbar hat sie irgendwelche Design Awards bekommen. Also ja, ist halt wie nicht normal. Man kann Wasser einfüllen, ist recht grosser Tank. Das ist eigentlich noch gut. Ich glaube, den Behälter hat man dazu kaufen. Also eigentlich wie im Abakus. Man muss irgendwelche Optionen, auch der Schlauch. Normal ist irgendwie, ich glaube, irgend so ein Plastikschlauch. Dann, wir sind jetzt immer noch an der Findung vom Kaffee. Das heisst, welche Kaffeebohnen oder auch welche Milch das wir nehmen. Also wir haben teilweise jetzt irgendwie so vegane Milch ausprobiert, laktosefrei, normale. Und sind jetzt eigentlich eben immer noch an der Findung. Also wenn einer Kaffee herstellt, ich habe ja zwei, die Gastronomie beliefert bei mir in den Kunden, einfach uns schicken, wir würden es gerne ausprobieren. Dann, eben, es hat zwei Behälter, der rechte ist der, was meistens nimmt, und der linke. Wir haben am Anfang eben falsch reingefüllt, wir haben da koffeinfrei und umgekehrt gemacht. Jetzt haben wir es wieder gewechselt, aber man kann ja alles einstellen, von dem her gesehen. Also wir haben eigentlich diese Maschine gewählt, weil dass man koffeinfrei am Abend kann nehmen und darum ist es ein bisschen praktisch. Und ja, wir sind vorne Kapsel-Liebhaber gsi, die von George Clooney da, oder wie er immer heisst. Und jetzt sind wir halt beim Roger Federer gelandet. Ist auch alles verstellbar, was man halt sich muss daran gewöhnen. Gegen dem Kapselsystem, man muss Pulver wechseln und Bohnen anfüllen. Das ist wirklich noch cool. Das Display sehen wir da jetzt gerade, mit schönen Animationen. Wenn man draufklickt, kommt es. Was ich eigentlich jetzt noch cool finde, ja gut, man kann da wechseln. Eben, meine Frau macht alles da auf der Maschine, ich mache es immer auf dem App. Geschmackssache, aber ich bin ja auch eher der Technische. Also da oben mal auf Tour. Was noch cool ist, bei den Einstellungen, wenn wir da weitergehen. Ah, da sind wir schon. Gut, wir können natürlich jenes Zeug einstellen. Was ich aber eigentlich eher cool finde, die ganzen Sachen, wenn er soll ausschalten, einschalten. Also wir sehen da,
Wir haben jetzt einfach mal gemacht, überall 6:30 Uhr. Was wir heute Morgen am Sonntag gemerkt haben, das ist vielleicht nicht so gescheit am Sonntag. Ausschalten, also du kannst für jeden Tag einstellen, wenn er ein- und ausschalten will. Das finde ich eigentlich noch am praktischsten. Und sonst muss man sich einfach daran gewöhnen, dass die Maschine immer sagt, was du musst machen, Behälter leeren oder irgendwelche Schälen drunter tun, weil es halt wieder mal reinigen tut. Bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden. Kaffee, eben, sind wir noch am finden. Apropos Design, ich weiß nicht genau, wer das designt hat und selber nicht gebraucht hat, weil zwischen ihnen geht es in Standby. Und dann musst du da mit dem Fingernagel auftun, dass du überhaupt wieder einstellen kannst. Also Design ja, aber in der Praxis oder wenn du den dort oben hast und dafür willst du wechseln, also es kommt gegenseitig ineinander rein. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ich hätte jetzt lieber irgendwo vor oder auf der Seite geschwind Ein- und Abschaltknopf. Wäre ein bisschen einfacher, als jedes Mal mit dem Finger da rumgusseln. Und sonst ist sie halt auch natürlich grösser, aber es ist schön kompakt und bis jetzt haben wir also wirklich Freude. Und mal schauen, ob dann mir jemand dann noch ein bisschen Kaffee schickt ins Geschäft. Dann hole ich das ab im Geschäft, weil das ist ja Homeoffice. Ja, ist recht cool. Anschluss zeige ich noch ein anderes Video, geschrieben, wenn ein Kaffee rauskommt, mit der App zusammen. Darum habe ich eigentlich das Video gemacht, weil zuerst habe ich nur das geschrieben, einfach so das Plausch rausgelassen. Und ja, also, sagen wir so, Preis-Leistung stimmt. Eben, du kannst da auch kalte Kaffee, du kannst alle hohen Grümpel machen. Mir meistens halt zu viel. Aber für einen Kaffeeliebhaber ist das wirklich genial und das ist es eigentlich schon gewesen. Und jetzt im Anschluss kommt noch wie eine App mit der Kaffeemaschine, wie der Kaffee dann auch rauskommt. Und das ist es gewesen von meiner Seite her. Merci vielmals, mal etwas anderes als Abakus.